Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Tina und ich zeige euch schöne Orte in Deutschland. Heute bin ich mit euch in Brandenburg unterwegs und zwar im äußersten Zipfel von Teltow-Fleming, fast schon am Landkreis Dahme-Spreewald dran, will ich mir eine Stadt angucken, die schon lange auf meiner To-Do-Liste steht. Die Stadt heißt Dahme-Mark und ich bin jetzt hier schon mit euch im Schlosspark unterwegs. Ja, Dahme-Mark hat eine zu 80% erhaltene Stadtmauer und da gibt es einen Weg rum, den man laufen kann. Und die Flemingsgate, eine Skaterstrecke, die man auch mit dem Fahrrad fahren kann, führt auch hier durch Dahme-Mark. Ja, und Stadtmauern interessieren mich. Es gibt Fachwerk in der Stadt, das interessiert mich. Es gibt den Schlosspark und es gibt die Schlossruine. Und was es sonst noch so gibt und alles zur Stadt, zeige ich euch in diesem Video. Habt viel Spaß beim Video. Jetzt noch mal ein paar Infos, wie ihr hierher kommt. Am besten, also ich empfehle euch, mit dem Auto anzureisen, weil Dahme-Mark hat zwar einen Bahnhof, aber der wird, ich meine, schon seit den 60er Jahren gar nicht mehr angefahren von der Bahn. Ihr müsstet also mit dem Bus hierher kommen. Ja, und das ist ein bisschen umständlich. Das könnt ihr natürlich, aber es ist halt umständlich und deswegen Auto. Es gibt doch überall in der Stadt Parkplätze und es gibt einen Wohnmobilstellplatz, den zeige ich euch noch. Ja, wenn ihr hierher kommt mit dem Auto, das Dahme-Mark liegt an der Bundesstraße 102, da könnt ihr das finden. Ja, in der Nähe von Jüterbock, man kann von Jüterbock hierher kommen oder von Luckau. Ja, und das sind auch die Bahnhöfe, die ihr theoretisch anfahren könntet, Jüterbock oder Luckau, und dann mit dem Bus hierher fahren. Ja, oder ihr fahrt mit dem Fahrrad. Das geht auch, weil die Flemingsgate geht hier lang. Die Flemingsgate ist eine Rad- und Skaterstrecke, die richtig gut ausgebaut ist durch den Fleming und die könnt ihr fahren und dann kommt ihr hier auch nach Dahme-Mark. Und es gibt noch einen Radweg, den Dahme-Radweg. Der führt von der Dahme-Mündung bis nach Köpenick. Und von dort könnt ihr auch hierher fahren. Der ist aber 123 Kilometer lang. Ja, aber wenn ihr das schafft, könnt ihr auch mit dem Fahrrad dann von Köpenick aus hierher fahren. Ich will auf alle Fälle die Dahme-Mündung auch mit finden. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Die entdecken wir dann zusammen. Die Dahme ist nämlich ein Fluss, der in Berlin ziemlich breit ist. Den habe ich euch gezeigt in meinen Köpenick-Videos. Ich verlinke es euch mal oben. Da war ich in der Altstadt von Köpenick mit euch unterwegs und da sind wir an der Dahme langgelaufen. Und die ist schon sehr imposant da. Und hier ist es halt noch ein kleines Flüsschen. Und irgendwo hier in der Nähe entspringt die Quelle. Wir schauen mal, ob wir sie finden. Und hier seht ihr schon die Stadtmauer. Es gibt fast in der und die ganze Altstadt ist die Stadtmauer hier erhalten. Und da hat man einen schönen Weg gemacht, dass man da außen rumlaufen kann. Und hier die Stadtmauer ist wieder hier mit dem typischen Raseneisenstein gemacht. Das sieht man, teilweise ist der schon so dunkel. Man hat das hier neu gemacht, da ist der noch so hell. Und der wird dann richtig schwarz mit der Zeit. Richtig schön. Guckt mal die schöne Tür dort hinten drin. Die Mauer wurde als eiserne Mauer bezeichnet, eben weil dort dieser Raseneisenstein verwendet wurde, der hier für die Gegend total typisch ist. Ja, 1265 wurde die Stadt das erste Mal erwähnt, die Stadt Dahme-Mark. Und da wurde auch schon die Mauer erwähnt, die gab es also da auch schon. 80% dieser Mauer sind erhalten und da kann man wunderbar rumlaufen. Da geht hier so ein befestigter Weg lang, den kann man laufen und daneben geht auch noch ein Fahrradweg lang, da seht ihr den. Also das ist sogar barrierefrei hier. Ja, aber Dahme-Mark ist schon älter, das wurde 1186 das erste Mal urkundlich erwähnt. 1150 sind nämlich hier in diese Gegend Flamen eingewandert. Daraus leitet sich auch der spätere Name Fleming ab. Ja, und die haben hier Häuser gebaut, Städte angelegt, Orte angelegt und Gewerbe betrieben. Hier gibt es immer wieder kleine Durchgänge, wo man dann in die Altstadt reinkommt. Wir sind jetzt außerhalb der Altstadt und die Altstadt ist hinter der Mauer. Da gibt es dann auch noch einiges zu entdecken. Das erste, das wir hier begegnen müssten, ihr könnt die Tour übrigens beidseitig gehen, ist der Vogelturm. Ich will nämlich so gehen, dass wir zum Schluss zum Schlosspark kommen. Ich gehe jetzt also den südlichen Hag. Kommen wir am Kino vorbei und die Katze chillt dann. Der ist schon zu warm.
Und sie ist richtig schön. Nach diesen alten Anzeigen, die früher so fürs Kino in der Zeitung waren und so, abgebildet. Richtig lustig, wie es früher war im Kino. Kinopalast. Herrlich. Das Wetter ist auch sehr schön heute. Guckt mal, hier sieht er noch richtig, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt richtig erkennen könnt, aber hier sieht man noch richtig, wie dieses Eisenerz da drin ist. Und das ist jetzt gerade sauber gemacht. So sieht das aus, wenn es aus der Erde kommt, und danach wird es richtig schwarz, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Wie ich es euch in Lübben gezeigt habe. Ich habe nämlich in Lübben die Stadtmauer, jetzt wird geschossen, da wird gerade der Maibaum aufgestellt in der Stadt heute. Heute ist nämlich der 30.04. Beltane. Oder Tanz in den Mai. Ja, in Lübben habe ich euch das gezeigt, in der Stadtmauer. Verlinke ich euch mal hier irgendwo oben das Video. Da war es schon dunkel, der Raseneisenstein. Hier können wir einen Abstecher zur Klosterkirche machen. Die Grundmauern der Kirche, die stammen schon aus dem 13. Jahrhundert. Allerdings ist der Ort und die Kirche mehrmals abgebrannt. Das letzte Mal 1666 und wurden dann jeweils wieder aufgebaut. Deswegen ist das nicht mehr die originale Kirche. Und als die Kirche wieder aufgebaut wurde, wurde sie dann im Stil der Zeit im Barock gestaltet. Na, und wir schauen uns die Kirche jetzt mal an. Und auch hier ist bei dem Stadtrundgang alles richtig schön ausgeschildert. Das ist hier die Station 4 vom Stadtrundgang. Und 1304 wird das Karmeliterkloster hier erstmals erwähnt. Darauf geht hier die Kirche zurück. Auf ein Kloster. Jetzt stehe ich hier vor der mittelalterlichen Tür, aber rein kommt man leider nicht in die Kirche. Die könnt ihr nur von außen angucken. Also gehen wir den Weg auf der Stadtmauer weiter. An der Stadtmauer. Nicht auf. Bin ja keine Katze. Um das Stadtwappen der Stadtdame, da ist nämlich eine Frau zu sehen mit einem Besen, rankt sich eine Geschichte. Und die will ich euch jetzt erzählen. Die handelt von Frau Böhren. Frau Böhren war sehr neugierig. Und weil sie so neugierig war, hat sie aus dem Fenster gesehen, als eines Tages, 1666 war es, dass ein Brautpaar aus der Kirche kam. Die waren gerade getraut worden. Und alle jubelten ihnen zu, alle Einwohner standen drumherum und jubelten und erzählten. Und es war eine richtig lustige, fröhliche Gesellschaft. Und die Frau Böhren, die wollte alles davon mitkriegen und hat sich aus dem Fenster gelehnt, um das alles zu sehen und zu hören. Dabei hat sie aber vergessen, dass sie gerade vorher Speck auf den Herd gestellt hatte. Ja, und durch das offene Fenster kam ein Luftzug rein, entfachte ihr Feuer im Herd noch ein bisschen mehr. Das schlug über auf den heißen Speck. Es entstand ein Feuer und der breitete sich unbemerkt von Frau Böhren, die ja da rausguckte, auf den Dächern der Stadt aus. Und so brannte die Stadt 1666 nieder. Bis auf ein paar Häuser ist alles abgebrannt. Ja, und daraufhin hat man Frau Böhren mit dem Besen zum Aschekern verdonnert. Und deswegen ist im Stadtwappen die Frau mit dem Besen. Für den Abstecher zur Kirche, Klosterkirche, geht er hier am Kloster rein, diesen kleinen Gang. Ist das herrlich, diese Gänge? Ich lieb's. Wir gehen jetzt weiter zum Vogelturm. Der hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung für die Stadt. Hinter mir seht ihr den Durchgang. Hier geht es jetzt zum Vogelturm und da gehen wir jetzt auch hin. Der Vogelturm gehört mit zur Stadtmauer. Und zwar zu einem der Stadttore, die ehemals existierten. Das Jüterbocker Tor war das hier. Ja, und der Vogelturm ist 1892 wieder rekonstruiert worden, nachdem er bei einem Stadtbrand vorher stark beschädigt worden war.
Hier sieht man gut die dicken Stützpfeiler hier der Mauer, die sie abgestützt haben, sind hier noch erhalten. Und man hat sie hier ein bisschen bepflanzt, so ein bisschen mediterran sieht das aus. Auch schön. Linksseite steht jetzt hier der Viktoria-Stift. Auch sehr schöne Gebäude. Und wir gehen weiter an der Stadtmauer lang. Als nächstes müsste auf der rechten Seite eine weitere Kirche auftauchen. Und dann kommen wir direkt zum Schlosspark. Läuft sich sehr schön. Zum Balancieren gibt es auch was. Immer wieder auch Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Richtig schön. Hier ist ein größeres Loch in der Mauer. Und hier geht's weiter. Und jetzt gibt es ein bisschen Geschichte für euch. Otto Unverdorben wuchs als Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Dahme-Mark auf. Er absolvierte in Dresden, Halle, Saale und Leipzig eine Ausbildung zum Chemiker. Sein Spezialgebiet war die trockene Destillation von organischen Stoffen. 1926, im Alter von 20 Jahren, gelang ihm erstmalig, den für die Farben- und Kunststoffindustrie sehr wichtigen Grundstoff Anilin herzustellen, indem er natürliches Indigo einer Kalkdestillation unterzog. Der Farbstoff Indigo zersetzte sich bei der Destillation. Otto Unverdorben nannte das Produkt Kristallin. Damit war er Wegbereiter für einen neuen Industriezweig. Seit 1897 wird Anilin von der Badischen Anilin- und Sodafabrik BASF zur Synthese des vorher nur aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnenen Farbstoffs Indigo eingesetzt. Und das hier hinter mir ist eine Schule, die nach Otto Unverdorben benannt wurde. Ist schon ein bisschen verrückter Name für eine Schule, Otto Unverdorben, aber ein sehr schönes Gebäude. Schon die Leute in Trachten. Ist das schön. Da hinten wird gerade der Maibaum aufgestellt. Und ich zeige euch dann noch mal ganz. Ich habe euch ein bisschen mitgeschnitten. Das ist ganz schön Arbeit, so einen Maibaum aufzustellen. Ich habe mir erstmal Eis geholt. Jetzt sind wir im Schlosspark und da steht die Schlossruine. Mal sehen, ob wir da weiter rankommen. Ich gehe mal noch da hoch mit euch. Auf jeden Fall ist der Park sehr schön gemacht. Ja, der Hintergrund hier ist, dass hier es hier früher eine Wasserburg gegeben hat. Das Gelände sieht auch so aus. Es ist wie so ein Graben hier außenrum. Es fließt ja auch ein kleiner Bach, so ein kleines Fließ. Aber ich denke mal, dass das jetzt künstlich angelegt wurde. Aber das hier früher der Wassergraben war, der Wasserburg. Und später hat man, also genau 1711 bis 1714, hat man dann hier dieses Schloss erbaut.
nach 1957 verfiel es und ist jetzt gesichert worden. Man kann nicht ran, aber die Ruine ist gesichert. Ja. So viel zum Schloss Dahme oder zur Schlossruine Dahme. Das Ganze wird jetzt hier für kulturelle Veranstaltungen noch genutzt. Das schöne Gebäude, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist das Kavaliershaus, was so schön renoviert ist. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann seht ihr nochmal das Schloss. Ich zeige es euch dann nochmal von der Vorderansicht. Da kommt man ran. Nur hinten kommt man nicht ran, Tina. Von vorne kommt man ran. Ich gehe gleich mal mit euch hin. Jetzt sitze ich hier vor der Ruine. Oh, ja. 1150 ist sie erbaut worden. Die Burg, die hier vorher stand, die Wasserburg, ja, das sind die Ursprünge von Dahmemark. Die liegen hier, an dieser Stelle. Ja, hier vorne kann man schön rangehen ans Gebäude und kann sich das angucken. Es stehen auch einige Informationen hier, habe ich euch gezeigt. Sehr spannend, was hier alles so vonstatten gegangen ist hier in der kleinen Stadt. Ja, und man restauriert das wieder und vielleicht setzt man sie auch wieder ganz instand. Sah jedenfalls sehr schön aus, was ich auf den Bildern gesehen habe, wie sie einst aussah. So schön im Barockstil. Ja, die Wasserburg ist natürlich nicht mehr vorhanden, aber meistens sind ja noch Grundmauern da, weil das ja auf den Grundmauern immer aufgebaut wurde. Da hinten am Kornspeicher geht die Stadtmauer noch ein Stück weiter. Ich gehe aber jetzt mal hier in die Stadt rein mit euch, weil ich will mir unbedingt noch das schöne Rathaus angucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo auch noch die St. Marienkirche und ein paar Fachwerkhäuser. Die kann man hier auch angucken. Es gibt noch einige Fachwerkstraßen hier, die erhalten sind. Die will ich euch auch noch zeigen. Jetzt bin ich mit euch am Kornspeicher, an dem man Nachtwächter Schmidt gefunden hat. Geschichte erzähle ich euch noch. Das Gelände hier alles, was ihr hier seht, wo heute die Seniorenresidenz ist und wo der Kornspeicher war, ist, das war mal die Domäne, die zum Schloss gehörte. Ja, und hier steht der 1724 errichtete Kornspeicher. Das ist das letzte Gebäude dieses Gutes oder dieser Domäne. Und es ist auch das größte Fachwerkgebäude hier in der Stadt Dahmemark. Das könnt ihr hier noch angucken. Und es steht hier direkt an der Stadtmauer. Da ist ein Stück der Stadtmauer noch. Und hier blühen jetzt wunderschön die Kastanien. Thank you.
bin ich mit euch an der Kirche St. Marien, waren wir gerade drin. Und der Altar, den ich euch da gezeigt habe, der schöne, der stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das ist richtig schön. Der hat auch so eine schöne Ausmalung, die Kirche. Das gefällt mir. Habe ich schon mal gesehen, so eine Ausmalung in Raben, bei der Dorfkirche Raben. Habe ich euch auch ein Video gemacht drüber. Nicht über die Dorfkirche, aber über Raben und über den Hohen Fleming. Da kommt das drin vor. Ich suche es mal raus und verlinke es euch mal hier oben. Ja, das finde ich immer schön, wenn die so schön fröhlich gestaltet sind, die Kirchen. Das gefällt mir auch richtig gut, diese Holzmalereien da drin. Ja, könnt ihr hier sehen, in Dahme in der St. Marienkirche. Lohnt sich auf alle Fälle reinzugehen. Hier das wunderschöne Rathaus von 1893-94 im Stil der Neorenaissance. Roter Backsteinbau, wie es hier in der Gegend auch typisch war, mit der Touristinformation drin. Aber sehr schön. Und gegenüber habe ich euch die Postdistanzmeilensäule gezeigt. Das war ja auch mal sächsisch hier, das Gebiet. Dame Mark hat ja ein sehr imposantes Rathaus, also das gefällt mir echt gut, auch mit dem Postamt daneben an. Das ist, ich sag mal, ein Gebäude, was richtig auffällt in der Stadt und was mir vom Baustil her mit den ganzen Details, die da dran sind, auch wieder richtig gut gefällt. Und auch um dieses Gebäude rankt sich eine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt hier im schönen Stadtpark oder Schlosspark, weil es da vorne so laut ist und da nämlich die Hauptstraße lang geht. Und hier ist es gerade so schön. Ja, die Geschichte des Rathauses rankt sich um den Nachtwächter Schmidt. Der Nachtwächter Schmidt, der machte seinen Job da als Nachtwächter nur nebenberuflich, der war eigentlich Schuhmacher. Ja, aber er war ein sehr gewissenhafter Nachtwächter. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen will, die rankt um Intrigen und Mord. An der Stelle, wo heute das Rathaus steht, stand einst die Nikolaikirche und vier Privathäuser. Bei einem Stadtbrand 1563 war die Nikolaikirche sehr schwer beschädigt worden. Die konnte dann nicht mehr als Kirche genutzt werden und wurde ab dann als Rathaus genutzt. Nun war es aber schon 1868 und die Stadtväter, die mochten die alte Kirche nicht mehr als Rathaus. Die wollten was Neues haben. Und da kam ihnen ganz zu Passe, dass ein Brand passierte und die vier Privathäuser, die dort auch noch standen, abbrannten. Aber die Nikolaikirche stand immer noch. Die hatte dem Feuer standgehalten, obwohl nur ein schmaler Weg zwischen den Häusern und der Kirche war. Und jetzt kommt der Nachtwächter Schmidt ins Spiel. Kurze Zeit später fand der Nachtwächter Schmidt einen Brandsatz, der schon brannte, auf den Stufen der Kirche. Er hat ihn natürlich, hat die Kirche gerettet und fing an zu ermitteln. So war er als Nachtwächter. Er machte seinen Job ordentlich. Ein halbes Jahr später, im April 1888, kam er dann nachts nicht mehr von seinem Rundgang durch die Stadt zurück und seine Kollegen suchten ihn. Und sie fanden ihn. In der Nordostecke des Kornspeichers lag seine Leiche. Er war als nächster Nähe erschossen worden. Und seither hält sich das Gerücht, dass die höchsten Kreise in Dahme in diesen Mord verstrickt waren. Denn kurze Zeit später wurde die alte Kirche abgebrochen und ein neues Rathaus erbaut. Und zwar das, was ihr jetzt sehen könnt. In dem schönen Fachwerkgebäude dahinter mir, das ist von 1780 und da war einst eine Gerberei, eine Ledergerberei drin.
Jetzt stehe ich hier vom schönen Heimatmuseum. Das Gebäude ist schon von 1760. Töpferstraße 16 und heute ist hier das Heimatmuseum drin, schon ziemlich lange, seit 1978. Ja, das könnt ihr besuchen, das schöne Fachwerkgebäude. Hier hinter mir auf dem Marktplatz steht jetzt der Maibaum. Wo steht er? Da hinten guckt er hoch. Sie haben es geschafft, ihn aufzustellen. Ja, das Gebäude wurde 1760 für einen Bürgermeister hier errichtet und hatte aber schon ganz viele Nutzungen. Es war auch mal Kohlehandlung, bis dann das Heimatmuseum einzog. Ja, das könnt ihr hier auch angucken. Ich finde die Farbe wieder richtig schön. Das ist in so einem schönen Graublau hier gestrichen, das Fachwerk. Traumhafte Fachwerkhäuser könnt ihr hier angucken in der Stadt. Das schöne Gebäude ist um 1700 hier entstanden und darin befand sich die letzte Herberge für wandernde Handwerksgesellen. Herrlich, diese kleinen Gassen hier, ich lieb's. Ein paar Eindrücke von der Stadt habe ich euch gezeigt. Hier sind sehr viele Gründerzeitbauten, aber auch sehr viele alte Fachwerkbauten noch vorhanden. Und man sieht echt gut noch die alte Stadtstruktur hier. Richtig schön. Also es lohnt sich hier mal durchzugehen und so ein paar Eindrücke von den schönen Häusern mitzunehmen, wenn man hier ist. Ja, jetzt bin ich am Wohnmobilstellplatz in Dahmemark. Da können drei Wohnmobile stehen. An der Sportwelt im Quellweg ist das hier. So sieht es hier aus. Da ist das Schild und hier habt ihr dann Strom. Strom gibt es auch. Ja. Drei Wohnmobile? Ah ja, gehen nur vier hin. An der Sportwelt, das ist hier dieses Blechding und vorne gibt es auch ein Café. Und die sind kostenlos. Wir sind ja hier in Dahmemark und natürlich fließt hier auch die Dahme. Habt ihr euch ja schon erzählt, dass die dann in Köpenick ganz breit ist. Und guck mal, wie breit sie hier ist. Ganz schmal. Ja, hier ist sie schon 7 Kilometer unterwegs. So sieht sie nach 7 Kilometern aus. Ja, und wir wollen jetzt mal noch die Quelle der Dahme finden. Und da müssen wir noch ein Stück fahren. Um zur Dahmequelle zu kommen, muss man von Dahme aus nach Kolpin fahren. Das ist ein kleiner Ort. Und da geht es hinter der Kirche nochmal einen Weg hoch. Den kann man hochfahren hier bis zu dieser Ecke. Und dann geht es hier hinter, also theoretisch kann man hier auch noch weiterfahren. Das ist noch ein halber Kilometer. Steht hier ein schönes Schild zur Dahmequelle. Aber ich laufe das jetzt mal. Hier sind aber auch irgendwie keine Parkplätze. Ne? Also man kann ihn hier ein bisschen an den Rand stellen, ein kleineres Auto, ein größeres halt nie. Ja. Ich zeig's euch dann hinten, wenn wir da sind. Jetzt wandern wir mal zur Dahmequelle. Jetzt sind wir hier an der Kreuzung. Da ist eine schöne Picknickbank. Und hier ist nämlich ja der Dahmeradweg und dazu gibt es dann hier ein Schild von der Quelle bis zur Mündung. Wir sind aber noch nie an der Quelle, aber hier ist richtig alles schön erklärt nochmal. Hier ist in Köpenick am Schloss, da war ich ja auch schon mit euch herrlich, die Dahme, die da lang fließt. Und hier unten ist Dahmemark, wartet mal, da ja. Und hier die Windmühle, die ich euch gezeigt habe, die kann man nach Vereinbarung besichtigen. Ja, und jetzt gehen wir hier runter zur Quelle. Weiter geht's, Leute. Ich bin gespannt. Jedenfalls ist das richtig ein schönes, mystisches Stück Wald hier. Da haben wir sie gefunden. Hier ist die Dahmequelle. Man sieht sie nur nirgends. Hier unten ist jedenfalls ein ganz tiefes Flussbett. Und hier kommt nichts raus, Leute. Die Dahmequelle ist versiegt.
Das habe ich auch schon gelesen, dass hier oftmals gar nichts rauskommt, hier unten an der Quelle. Dass das, was sie da unten hat, schon Zuflüsse sind von anderen kleinen Gräben. Verrückt. Aber die Damequelle haben wir gefunden. Sehr schön. Hier entspringt die Dame. Also hier hat sie dann schon ganz wenig Wasser und es ist hier, geht ganz schön runter hier. Die Landschaften wurden ja auch von der letzten Eiszeit hier geprägt. Und hier unten steht jetzt ein bisschen Wasser drin. Und das ist ziemlich breit hier, also muss sie früher schon mal viel, viel mehr Wasser gehabt haben. Ja. Also es ist keine Quelle, wie man sie in den Bergen oft hat, dass das aus dem Stein rauskommt. Das ist ja hier gar nicht, sondern das sind hier ganz oft eben Bodenquellen. Da kommt das Wasser aus dem Boden. Und hier kommt es definitiv aus dem Boden. Ich versuche mal irgendwie hier runter zu kommen mit euch. Komme ich da vorne runter? Ja, ich guck mal davon. Da ein bisschen näher ranzukommen. Ja, aber hier wird es schon mehr. Es wird mehr, Leute. Sie trocknen nicht aus. Die Damequelle gefunden. Haha. Und es regnet. Da seht ihr. So sieht es hier aus an der Damequelle. Und dann fließt es hier runter weiter. Schön für die Wildschweine. Wieder den Berg hoch. Richtig schön. Das gefällt mir gut hier. Jetzt wisst ihr das auch, wo die Dame entspringt. Man könnte theoretisch auch noch bis zu dem Picknickplatz fahren. Der Weg ist auch noch okay. Also nur mit, sag ich mal, mit so einem Minicamper, also PKW. Oder Offroad-Auto, also nicht mit so einem Wohnmobil. Aber hier runter würde ich jetzt so mit einem normalen Auto nicht mehr fahren, weil hier sind ganz schöne Steine, die hier rausgucken und Wurzeln. Aber mit einem Jeep oder so könntet ihr auch noch hier runterfahren. Bis zur Quelle. Also wer jetzt gar nicht laufen will, kann da auch hinfahren. Es ist jedenfalls nicht verboten, hier reinzufahren. Ja, aber ich laufe ja mal lieber durch den Wald. Schön. So, jetzt gehe ich mal zurück zum Auto. Und dann kriegt ihr noch einen Abschiedsgruß aus Dame von mir. Das war mein kleiner Ausflug nach Dame Mark. Hier am Kornspeicher verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die Werbung durchlaufen lasst, weil das hilft mir sehr. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Freut euch auf noch mehr schöne Videos. Bis dann. Eure Tina.